Einer der berühmtesten Barockgärten, der größte Stadtwald Europas und ein Jäger mitten in der Stadt. Heinz Püker ist Frühaufsteher. Der 66-Jährige ist Stadtjäger in Hannover und morgens meistens schon um kurz nach drei unterwegs. Die beste Zeit zum Jagen. Ich persönlich liebe den Morgen, ich liebe Sonnenaufgänge. Und wenn wir um 9 Uhr losgehen, haben wir ja viele Menschen, viele Hundehalter und all das, was wir vielleicht sehen wollen oder auch jagen wollen, das finden sie dann nicht mehr. Das hat sich versteckt und irgendwo zurückgezogen und deswegen gehen wir morgens los. Heute will Heinz Püker Wildschweine jagen. Die Tiere fressen den frischen Mais der Bauern auf den Feldern und wühlen sich immer häufiger durch Kleingärten und Rasenanlagen in der Stadt. Doch auf seine Lockrufe reagiert kein Schwein. Dafür sind die Störche und Hasen schon wach. Dabei hat Heinz Püker noch vor 2 Wochen eine Bache mit ihrem Nachwuchs entdeckt und gefilmt. Doch Muttertiere schießt er nicht. Denn ohne Wildsau würden auch die kleinen Frischlinge elendig zugrunde gehen. Hier geht der Tierschutz vor. Aber heute haben die Wildschweine offenbar Heinz Püker ausgetrickst und waren noch früher unterwegs. Und die Wildschweine wissen, dass es hier aber mal Mais gibt. Dann kommen die hin, die waren auch heute Morgen da. Aber da noch was drin war, haben wir sie entweder verschreckt, ich weiß es nicht. Und dann können wir hier gezielt auch Wildschweine bejagen. In dem Gebiet haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren so 30, 40 Wildschweine erlegt. Und wir hatten vor 10 Jahren hier noch nicht ein einziges Wildschwein. Und sie erobern die Stadt. Das Revier von Heinz Püker ist fast 900 Hektar groß und liegt mitten in der Stadt. Mit Leinemarsch, Friedhöfen, Schnellwegen und dem Maschsee. Seit 11 Jahren arbeitet er hier als Jagdpächter. Und seitdem er Rentner ist, hat der ehemalige Sachbearbeiter auch mehr Zeit für sein Hobby. Jetzt muss er zur alten Radrennbahn. Hier werden seit 50 Jahren Meisterschaften und Rennen ausgefahren. Doch jetzt übernehmen immer häufiger Füchse und Waschbären das Kommando. Und zwar unter der Rennbahn. Hier kann man das ganz besonders gut sehen. Hier sind dann Füchse, Dachse, Waschbären, die wühlen hier Kiefer. Deswegen hat sich Heinz Püker mit Fallensteller Karl Schmidt verabredet. Hat er Nachfolger? Guck hier, da haben sie wieder gebuddelt. Da kannst du es gut sehen. Ja. Hier, siehst du? Guck hier. Ja, hier kann man sehen, dass das eine einzige Holzkonstruktion ist. Und hier sehen Sie überall Bretter drunter, das muss genau nivelliert werden. Und wenn die Füchse hier rumlaufen, die Dachse, die kramen nachher gerade im Spätherbst hier unheimliche Löcher rein. Das heißt, das Ganze senkt sich und dann müssen die dabei gehen und müssen das alles hier neu nivellieren und müssen neue Bretter. Das macht ja einer, der macht das schon seit 50 Jahren, glaube ich. Und der schimpft jedes Mal, weil das Ganze dann hier aus dem Rahmen kommt und Sie sehen, die meisten kennen gar nicht, wie so eine Radrennbahn von unten aussieht. Das ist wie irgendwo in Katakomben. Und da haben die wirklich diverse Probleme gehabt, bevor Herr Schmidt hier mit der Falle hingekommen ist. Und jetzt haben wir ja einiges gefangen die letzten Jahre. Damit die Bahn nicht noch weiter leidet, geht's dem Fuchs jetzt an den Kragen. Der Bau liegt direkt an der Kante zum Nachbargrundstück. Genau hier wollen Heinz Püker und Kurt Schmidt jetzt eine Falle aufstellen.
Hier schwenken wir rein. In die Falle kommt dann noch Hundefutter rein. Das lieben Füchse nämlich besonders. Doch erstmal bleibt die Falltür offen. Weil die Tiere die Scheu verlieren müssen. Das ist was Neues, was hier ist. Und die gehen nicht rein, wenn die gleich, dann sind die ganz vorsichtig. Und dann sind die so vorsichtig, dass die dann es noch schaffen, oft rauszukommen. Gleich bevor die Falle zuklappt. Und wir lassen die erstmal, macht man auch mit Marder, ein Ei im Haus und sagen, jeden Tag legen sie ein Ei hin. Und wenn er das dann ohne Scheu wegnimmt, dann stellen wir die Falle auf Hänge. Nach ein paar Tagen Anfüttern mit Hundefutterleckerli wird Karl die Falle scharf stellen, damit die alte Rennbahn nicht weiter ins Schwanken gebracht wird. Und die Männer? So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir gleich einen Kaffee trinken, würde ich sagen. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Ne? Alles klar, dann lass uns mal los. Denn Heinz Püker will gleich noch nach den Bibern sehen. Hannover braucht nicht nur einen eigenen Stadtjäger für seine zahlreichen Grünflächen. Niedersachsens Hauptstadt nimmt generell eine Spitzenposition ein, wenn es um grüne Großstädte geht. Hannover hat nicht nur den größten Stadtwald Europas und große Parks, sondern 5% des gesamten Stadtgebiets bestehen alleine aus Kleingärten. Über 20.000 sind es in der ganzen Stadt. Und damit lässt Hannover ähnlich einwohnerstarke Großstädte wie Dortmund, Düsseldorf, Essen und Stuttgart weit hinter sich. Eine Besonderheit unter Hannovers Grünflächen sind die Herrenhäusergärten. Ein internationaler Besuchermagnet. Denn sie gehören zu den bedeutendsten Barockgärten Europas. Und dieser Titel muss verteidigt werden. Deshalb Großaktion. Alle Mitarbeiter müssen heute ran im großen Garten. Vorneweg Thomas Amelung. Seit 20 Jahren Gartenmeister und Cheforganisator. Wir pflanzen die Sommerblumen, haben letzte Woche rausgerissen. Also die Herbst- und Winterbepflanzung rausgerissen, Stiefmütterchen und so. Sind jetzt dabei, die Sommerbepflanzung in den Boden zu bringen. Sind ungefähr hier so 30.000 Pflanzen, die wir in den großen Garten einbringen. Und Herr Gräbner, sind Sie denn zufrieden mit der Qualität? Ja, alles gut. Ist das okay? Ja, alles gut. Na? Bei den Löwenmäulchen hier? Ja. Haben ja ganz schön viele reingesteckt, wa? Ja. Alles gut, ne? Alles gut. Die diesjährigen Sommerblumen werden nicht planlos, sondern wie immer streng schematisch nach genauer Vorlage gepflanzt. Hier sieht man jetzt auch das Raster, ne? Also es gibt so ein Raster, das wird hier reingedrückt in den Boden. Der wird vorher bearbeitet, logischerweise. Und dann gibt es ein Raster und danach legen die aus. Also gibt es immer eine bestimmte Pflanzenzahl. Und in dieses Raster wird es reingelegt und diejenigen, die Pflanzen, verteilen das dann in diesem Feld. Die Crew von Gartenmeister Amelung, ein eingespieltes Team. 25 Mitarbeiter sind im Einsatz. In den kommenden 3 Tagen stehen im großen Garten ausschließlich Sommerblumen auf dem Zettel. Ach, ihr habt das gut im Griff, ich freue mich. Da die Ecke fehlt noch, da haben wir die Pflanzen noch nicht da. Nee, das kommt ja alles nach und nach, es kann ja nicht alles auf einmal kommen. Vom Löwenmäulchen über Tagetes bis zum Tabak. Im Beet landet eine ausgeklügelte Blumenmischung. Ziel dieser ganzen Geschichte ist, durch dieses Raster ergibt sich ein Rhythmus. Und dieser Rhythmus richtet sich nach Form, Farbe und Höhe. Form, Blätterfarbe, Farbe, Komplementärfarbe, also die sich im Farbenkreis gegenüberstehen. Auch das empfindet das Auge als schön. Und dann Höhe. Auch da gibt es dann so ein Raster, also hoch, niedrig. Und dadurch, dass es sich wiederholt, das menschliche Auge liebt Wiederholung. Und dadurch wirkt das sehr angenehm. Also es ist wirklich angenehm fürs Auge und das sieht schon schick aus hinterher. Der mache ich immer zu tun.
Das sind 50 Hektar, ein bisschen mehr als 50 Hektar, der große Garten. Wir haben, ich will jetzt nicht lügen, aber ich sag mal so 12.000 Quadratmeter Rasenfläche, die intensivst gepflegt wird. Da kommt richtig Dünger drauf und insofern mähen wir das im Sommer und im Frühjahr zweimal in der Woche. Wir haben 20 Kilometer Heimbuchenhecke, die ist 2,80, 3,20 hoch. Muss man sich immer vorstellen, muss man ja von beiden Seiten schneiden und auch noch oben drauf. Ist also richtig Quadratmeter. Dann haben wir von dem Buchsbaum haben wir 18 Kilometer und auch die schneiden wir einmal im Jahr. Es ist die grüne Vorzeigefläche Hannovers. Der am besten erhaltene Barockgarten Deutschlands. Er wurde 2015 sogar zu Europas Garten des Jahres gewählt. Alles schön, aber seit Jahren gibt es ein Problem mit der wichtigsten Grünpflanze, dem Buchsbaum. Ja, kein Garten ohne Probleme. Und wir haben halt viel Buchsbaum. Und Buchsbaum hat in ganz Europa Probleme. Es gibt einen Pilz, Cylindrocladium buxicola. Der ist recht aggressiv. Und es gibt Städte, die haben gar keinen Buchsbaum mehr. Ja, hier hat er brutal zugeschlagen, der Pilz. Also die Pflanzen sind hinüber. Hier versucht die Pflanze noch mal so ein bisschen was zu machen. Aber ich glaube nicht, dass er noch mal richtig kommt. Und hier geht es noch einigermaßen, aber auch hier, das geht ratzfatz. Also innerhalb von 14 Tagen ist der Buchsbaum tot. Ne? Und das ist eigentlich schade. Also wir müssen uns dem Problem stellen. Das tun wir. Wobei ich kann mir nicht vorstellen, einen Barockgarten völlig ohne Buchs. Eine Lösung muss her, möglichst schnell. Und die muss der Gartenmeister finden. Rund 5 Kilometer von den Herrenhäusergärten entfernt, der nächste Superlativ, Europas größter Stadtwald. 6,4 Quadratkilometer groß. Die Eilenriede ist alles zusammen. Urwald, Erholungswald, Läuferwald, Spaziergängerwald, Radfahrerwald. 130 Kilometer Wege insgesamt. Selbst Autofahrer dürfen auf einigen Straßen hindurch. Auch der Messeschnellweg führt durch die Eilenriede. Und hier im Forstbezirk Eilenriede Süd ist Steffen Albrecht tätig und verantwortlich. Seit 30 Jahren ist er dabei, ein Forstwirt mitten in der Großstadt. Sprit haben wir, Säge haben wir, Schaufel, Spaten. Sein Aufgabenbereich ist um einiges größer als der seiner Kollegen auf dem Land. Das beginnt ganz profan mit Saubermachen und Pflege des vielbesuchten Stadtwaldes. Hier an der alten Pferdetränke zum Stadtteil Kleefeld. Gartenpflege als Forstwirt. Das müssen Sie hier können. Wir müssen ja die Wegekanten sauber schneiden, sodass du ohne Kollision, ohne Berührung mit unserem Grün sozusagen in den Wald reinkommst. Und das ist für Zweiradfahrer schon relativ eng. Und dann wird man hier elegant, da kommt ein Radfahrer gerade, passt doch genau. Vorsehen, Bolo! Ja, da sieht man das, damit der da durch kann. So, dass wir das halt hier ja, ansehnlich haben. Ne? Ein Rede muss schön sein. Dafür sind wir da. Mit seinen Kollegen darf und muss er überall hin. Zu Wochenbeginn sind das erstmal die Problemecken. Wenn man seinen Abschnitt betreut, sein Revier sozusagen, seinen Bereich, dann weiß man mittlerweile, wo Verunreinigungen sind, wo Zerstörungen sind. Weil, ja doch, das wiederholt sich dann ja doch. Ja. Klassisches vom Wochenende oder vom Imbiss, warmer Sommerabend, da hast du sowas immer. 300 Tonnen Müll holen sie aus der Eilenriede jedes Jahr. Den nehmen sie bei ihren Touren quasi immer gleich mit. Würden sie das nicht machen, wäre der Waldboden ökologisch schnell am Ende. Abseits der befestigten Wege offenbart die Eilenriede viele kleine und größere Lichtungen, die sich die Hannoveraner im Laufe der Jahrhunderte zu eigen gemacht haben, wenn man so will. Als Liegewiese, Spielplatz, Treffpunkt. Wir haben ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn man
den Wald nutzt, um sich zu erholen, Picknick, Grillen, macht ja Spaß, warme Sommernacht. Aber warum nehmen die Leute ihr Müll nicht mit? Ne? Ist einfach doof. Viel Arbeit für, ja, eigentlich Quatsch. Sollen die Leute ihren eigenen Sack mitnehmen, nimmst du Müll mit, wieder raus, alles schön, haben die anderen auch noch einen schönen Platz. Man nimmt es dann mittlerweile gelassen und man nimmt es als Teil der Tätigkeit wahr. Ja, also aufregen nützt ja nichts, wenn du das 30 Jahre lang machst, will mich ja nicht 30 Jahre ärgern. Ne? Das nervt einen dann ja auch nur. Lieber machen, so das Motto. Weil auch so manche der 500 Sitzgelegenheiten mal den Halt im Boden verliert oder dem ein oder anderen Party-Gag zum Opfer fällt, steht bei ihnen alle zwei Wochen eine Art Bankenrettung an. Und die geht wirklich schnell. So. So ist das. Weiter geht's. Zum sogenannten Lichtraumprofilschnitt. 2 bis 4,50 Meter hoch auf allen begehbaren Wegen. Das dient der Sicherheit. Auch das machen sie so einmal im Jahr, aber nie mehr als notwendig. Mit einer eigenen Form von Baumchirurgie. Wenn ich nur von oben schneiden würde, dann bleibt unten die Rinde dran. Der Ast knickt ab und reißt sozusagen die Rinde mit ab. Und dann habe ich eine Rindenverletzung über das nötige Maß hinaus. Ich versuche ja nur eine kleine Verletzung zu haben, dass der Baum das wieder schnell verschließen kann. Die Häckselschnipsel bleiben im Wald. Kompostierung an Ort und Stelle. Jetzt ist mal Ruhe. Frühstückspause. Aber es wird nicht ruhig bleiben. Steffen muss heute noch Bäume zum Klingen bringen. Ruhe spielt auch hier die entscheidende Rolle. Direkt am Maschsee zwischen zwei vielbefahrenen Straßen liegt der enge Soder Friedhof. Das Spannende? So grün war es hier nicht immer. Ursprünglich hatten Hannovers Friedhöfe gar nichts mit einer grünen Großstadt zu tun. Heute hingegen ist der Friedhof Engesohde ein Ort, an dem Besucher die Gartenkultur verschiedener Epochen erleben können. Nur 3 Kilometer von der Innenstadt entfernt kommen Hannoveraner auch zur stillen Erholung hierher. Cordula Wächtler wacht über alle 19 städtischen Friedhöfe. Als Leiterin ist sie schon von Berufswegen viel auf den letzten Ruhestätten unterwegs. Ich denke, das Erste, was passiert, wenn man auf einen Friedhof geht, ist, dass man langsamer wird. Mehr sich zu sich selbst zurückziehen kann, sich mehr spüren kann. Und auch, wenn man sich dann mit den Schicksalen von Familien auseinandersetzt, natürlich auch mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzt. Und letztendlich ist damit verbunden, mehr Wertschätzung für das, was man gerade hat, für den Augenblick, für den Moment, wo man gerade ist. Und das, finde ich, ist eine ganz hohe Qualität, die eben gerade solche grünen Friedhöfe mit sich bringen. Der Friedhof Engesohde ist der älteste der städtischen Friedhöfe in Hannover. 1864 wurde er angelegt. Und zwar nahezu ohne Grün. Damals war es üblich, dass an den Hauptwegen die imposanten Familiengräber prunkten. Außer ein paar Bäumen und ein bisschen Efeu eine Steinwüste. Erst nach 1900 wurde es grüner auf dem Friedhof. Doch die alten Laubengänge machen mittlerweile Probleme. Die modernen Bagger passten nicht durch, deshalb mussten die Stangen abgesägt werden. Jetzt halten nur noch die Bäume das Gerüst. Beratung mit dem Gartenmeister. Da oben haben wir die Situation, dass wir das Gerüst an den Baum angebunden haben. Ja. Direkt unten drunter haben wir die Verwachsung der Borke. Oh ja, das ist ja ganz schön stark. Ne? Also, ja. Und der Baumbestand, der leidet doch aber auch so ein bisschen darunter, dass wir jetzt letztendlich unten alles frei hängen lassen. Oben ist es angebunden. Ja. Ja, ne? Also ja. Das heißt, wir sehen schon zu, dass wir diese Fundamente da schnellstmöglich auch wieder reinkriegen. Ne? Ein weiteres Aufgabenfeld von Cordula Wächtler sind die vielen alten Mausoleen mitten im Grünen, bei denen die Ruhezeit abgelaufen ist und die dann an die Stadt zurückgehen. Weil Urnenbeisetzungen im Trend liegen und viele Menschen gleichzeitig möglichst wenig mit der Pflege der Grabstätten ihrer Angehörigen zu tun haben wollen, denkt die Friedhofsleiterin über neue Nutzungsmöglichkeiten nach.
In diesem Mausoleum möchte Cordula Wächtler zusammen mit einem Friedhofsplaner Platz für mehrere Urnen schaffen. Eine Bestattungsform ohne Pflanzenpflege und trotzdem umgeben von Grün. Und dann sind das sozusagen unsere kleinen Repräsentanten für die späteren Urnenfächer, die wir haben. Wenn wir das jetzt so bauen würden, dann wäre das ein dünner Beton, der in Anthrazitfarben ist, was jetzt zu diesem Gebäude auch gut passt. Und dann hätten wir hier ein Ensemble. Da könnten dann zwei Urnen drin stehen pro Fach und vorne hätten wir eine Glasscheibe oder einen anderen Verschluss aus Beton. Da sind wir uns noch nicht so ganz im Klaren, wie das werden wird. Wir haben Vorschriften vom Denkmalschutz. Wir dürfen diese Gitter nicht zumachen. Wir müssen gucken, dass wir hier diese Ornamentik eben freilassen. Und hier oben drauf könnte dann noch irgendwie eine Schmuckurne stehen, zwei Stück, ne, in denen dann auch Urnen beigesetzt sind. Und dann hätte das hier eine sehr würdevolle Optik auch. Aber nun muss Cordula Wächtler erst einmal weiter in einen anderen Stadtteil, zum sogenannten Arbeiterfriedhof. Dort möchte sie nämlich unter anderem schauen, ob die Erdbeeren schon reif sind. Gleich neben dem Engesoder Friedhof ein Jagdrevier mitten in der Stadt. Hier muss sich Stadtjäger Heinz Püker um ein weiteres Problem kümmern, um Kaninchen auf Sportplätzen und Wildschweine, die sich breit machen. Sein Revier 900 Hektar rund um den Maschsee. In Wohngebieten darf der 66-Jährige nicht schießen. Aber an Seen und Grünflächen, da ist er meistens ganz früh unterwegs, damit sich die Leute nicht erschrecken. Ich habe es mir angewöhnt, zu den Leuten zu gehen und sagen, sie denken bestimmt, was macht er jetzt? Und das funktioniert ganz gut. Ich erkläre denen, warum. Die sind ganz erstaunt, dass es hier Wildschweine gibt. Und dann funktioniert das auch. Wenn man mit Leuten spricht, sie anspricht, dann geht das. Und in der Stadt geht das auch. Deswegen habe ich auch relativ wenig Schwierigkeiten, auch wenn ich mal mit so einem Gewehr rumlaufe. Dass sein Revier mitten in der Stadt liegt, stört ihn nicht. Denn auch hier gibt es grüne Oasen, die viele Städter gar nicht kennen. Zum Beispiel an der Leine, da wo die Biber wohnen. Lange Zeit waren die Tiere in Deutschland fast ausgerottet. Doch der Biber hat sich zurückgekämpft, sagt Heinz Püker. Allein in Niedersachsen leben rund 500. Das sind die Biberrutschen. Die bauen die sich da Rutschen, die dann runter ins Wasser rein. Da kann man mal genau sehen, wo sie sich im Moment aufhalten. Heinz Püker sagt, man muss nur richtig hinschauen. Dann sieht man ganz genau, wie der Biber sich sein Wohnzimmer baut. Hier kann man sehen, dass die Biber hier waren. Und wir haben ja, und es ist ja recht stadtnah, bis in die Stadt rein mit der höchsten Biberpopulation in dem Bereich. Und obwohl hier sitzen auch Angler und die kennen die mittlerweile. Also man kann die auch sehr gut manchmal morgens beobachten, wenn man Glück hat. Ich hoffe, dass hier nicht so viele Menschen natürlich auch reingehen in dieses Gebiet. Aber Sie sehen auch, was für Bäume die fällen. So groß sind dann die Spänen. Ich gebe die mal Kindern mit, wenn ich mal mit Kindern unterwegs bin. Aber ansonsten haben wir hier stadtnah unheimlich viel und unheimlich tolle Biotope. Und da ist Hannover schon gut aufgestellt. Und Hannover hat auch wilde Ecken, gerade mal 5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Hier ist einer der Lieblingsplätze von Heinz Püker. Das ist ja Urwald hier drin, mitten in der Stadt. Und die meisten kennen nur die Eilenriede, wo alle Bäume nur so stehen. Aber hier haben wir so eine Artenvielfalt, allein an Bäumen, an Pflanzen, an Tieren, an Vogelgezwitscher. Das kennt kaum einer. Wenn seine Jagdkollegen aus dem Harz fragen, ob ihm nicht ein ordentlicher Wald fehlt, dann sagt er immer, kommt mich mal in Hannover besuchen. Dann seht ihr, wie grün die Stadt ist. Und Arbeit gibt es hier genug.
Deswegen muss er sich gleich noch um einen Fuchs im Kleingarten kümmern. Reparaturarbeiten in Herrenhausen. Gartenmeister Amelung nimmt den Kampf auf gegen das Buchsbaumsterben. Herr Grittner, ich hole jetzt hier alles raus. Diese Ecke, ich finde das eigentlich traurig. Absolut. Ja. Dann pflanzen wir hier nochmal Blauen Heinz nach. Der Blaue Heinz ist eine Buchsbaumsorte. Das soll hier vernünftig aussehen. Und wenn das so tot aussieht, das stört mich dann schon. Also insofern pflanzen wir hier nochmal Blauen Heinz nach. Gucken mal, wie lange das hält. Da muss man jetzt den Sommer abwarten, wie feucht es ist und wie der Pilz denn, was der Pilz denn so macht. Ne? Das ist halt ja, eine Schönheitsreparatur, sag ich mal. Mehr ist es nicht. Nein. Wobei, die Pflanzen sehen gut aus. Die ziehen wir selber ran. Also so sieht man da noch nichts von dem Pilz. Ich glaube, ich kann nur jedem empfehlen, der Buchsbaum in seinem Garten hat, ich würde keinen neuen dazu kaufen von irgendwoher. Weil kein Mensch weiß, inwieweit er infiziert ist oder nicht. Wer ihn noch nicht im Garten hat, diesen Pilz, Cylindrocladium buxicola, der kann vielleicht dadurch dafür sorgen, dass er vielleicht gar nicht kommt oder wenn, dann sehr spät. Pflanzen retten, den Garten pflegen, an der Optik arbeiten. Das Team von Thomas Amelung hat ein klares Ziel. Also, ich sag's mal ganz platt, ne? Wir wollen mit diesem Garten schon Champions League spielen. Ne? Wir haben jetzt nicht wie andere Gärten Bauten, mit denen wir protzen können. Gut, wir haben das Schloss wieder bekommen, aber das eigentlich ist der Garten. Und wie die Kurfürstin Sophie, die jetzt zum Anbeginn des Gartens hier die Hand im Spiel hatte, schon gesagt hat, nur mit dem Garten können wir prunken und so machen wir es halt auch. Und deswegen versuchen wir halt einen Top-Pflegezustand zu erhalten, was natürlich richtig Arbeit macht. Vor allen Dingen für meine Kollegen, die es denn umsetzen müssen. Ein wichtiger Kollege, Klaus-Peter Pipo. Kein Gärtner, sondern Techniker. Verantwortlich für die Wasserspiele in den Herrenhäusergärten. Ein Publikumsmagnet. Vor allem die von Universalgenie Gottfried Wilhelm Leibniz 1696 ausgetüftelte Fontäne. Sie verschießt in der Stunde so viel Wasser, wie eine Familie in 4 Jahren verbraucht. Die Wassermenge ist enorm. Wir setzen hier 500 Kubikmeter Wasser in der Stunde um und das ist schon sehr heftig für eine Fontäne. Wenn es stark windig ist, driftet sehr viel Wasser raus aus dem Becken und wir haben starken Wasserverlust, desto mehr Wasser muss man natürlich zusetzen im Becken. Wir dürfen hier keine Sensoren anbauen und Höhenstandsmesser in den Becken, weil wir historische Vorgaben eben hier haben. Wir dürfen an den Becken nichts verändern. Aus dem Grunde machen wir nach wie vor unsere Kontrollfahrten und müssen jeden Tag die Wasserbecken kontrollieren. Klaus-Peter Pipo ist einer von mehr als 50 Mitarbeitern, die den großen Garten in Schuss halten. Ein über 300 Jahre altes Protzprojekt der Welfen. Heute ein Prachtpark für jedermann, der wie damals zum Müßiggang einlädt. Männer wie Gartenmeister Amelung pflegen im Auftrag der Stadt ein Kulturerbe. Das sinnliche Lebenswerk der Kurfürstin Sophie, der Frau von Kurfürst Ernst August. Angelegt in Zeiten des Absolutismus. Eine barocke Gartenanlage nach französischem Vorbild mit klaren Linien und ästhetischer Botschaft. Das ist ein Barockgarten, architektonisch. Wir haben Achsen. Hier stehen wir gerade auf der Hauptachse. Und die versuchen wir halt zu betonen. Wir versuchen die zu betonen, indem wir zum Beispiel den Rasen so mähen, dass er wirklich auch eine Richtung hat. Das sieht man hier. Wir betreiben das jetzt nicht so wie bei UEFA Cup oder sowas. Aber man sieht schon, dass wir versuchen, auf der einen Seite liegt er halt auf der einen in die Richtung, auf der anderen Seite in die andere. Das sieht man dann schon. Das betont diese Länge der Achse, die ja früher tatsächlich endete in der freien Landschaft. Also sprich, wenn der Fürst da oben auf seinem Balkon stand mit seinen Gästen, dann hat er geguckt, die Hauptachse runter. Und es war dann so, als wenn der Garten nie aufhört. Ne? Man hat da hinten jetzt noch mal die Allee und dann ging es in die freie Landschaft hinein. Jetzt liegt der Garten mitten in der Stadt, lässt sich nicht mehr machen.
manchmal schade, aber okay, ist halt so. Trotz der Entwicklung zur Großstadt, zumindest die Eilenriede ist mitten in Hannover erhalten geblieben. Eilen, der erste Teil des Namens, leitet sich übrigens von Erlen ab. Die standen hier früher hauptsächlich. Riede ist die alte Bezeichnung für sumpfigen Boden. Und selbst in Europas größtem Stadtwald kann es einem passieren, dass man plötzlich im Urwald steht. Mitten in der Landeshauptstadt sind 30% des Waldes sich selbst überlassen. Gestürzte oder gefällte Bäume bleiben liegen und werden zum Rückzugs- oder Besiedlungsort für Tiere und Pflanzen. Holzwirtschaft gibt es in der Eilenriede, anders als in Wäldern fernab von Städten, nur eingeschränkt. Und gesägt wird ohnehin nur im Winter. Geschätzt stehen 600.000 große Bäume in der Eilenriede. Steffen Albrecht kennt nach 30 Jahren in seinem Revier schon ziemlich viele davon. Also mit Namen jetzt nicht, aber so grundsätzlich, so grob ja. Im Detail natürlich mal nicht. Wenn einer sagt, die dritte Eiche von links, dann so, warte, welche? Aber im Grund, wenn man sagt, in der Ecke, da und da, weißt du noch, dann kommen wir der Sache ziemlich nah. Alle halbe Jahre macht er einen Baumkontrollgang. Sein Fokus liegt dabei auf jenen Bäumen, die Probleme haben oder welche bekommen könnten. Das beinhaltet den Blick sowohl nach oben als auch nach unten. Ich suche ja auch hier am Stammfuß nach Anzeichen, ob ich hier Zeichen für Fäule habe. Die Rinde löst sich ab, sieht aus wie so ein bisschen Pilzbefall, eventuell Brandkruste. Da ist dann aber die Frage, wie fortgeschritten ist die? Und da nimmt man, das ist jetzt erstmal eine In-Augenscheinnahme, ne? Für den Laien sieht das erstmal alles gleich aus. Ist jetzt nicht ganz so einfach zu sehen. Da ist unser Stamm und da oben ist die Krone. Die belaubte Krone. Kann ich mir hier ein Bild machen? So ein bisschen jedenfalls. Ich sehe also die feinen Äste, den Feinastbereich, die Krone und ich sehe die Belaubung. Grundsätzlich vorhanden, aber sie ist sehr dicht belaubt. Das ist so ein Anzeichen, die ist irgendwie unter Stress. Schon der Stamm verrät viel. So, wenn ich jetzt hier hochschaue, dann sehe ich zum Beispiel in ungefähr, na, wie viel ist das, 10 Meter Höhe, sehe ich Holzfehler. Denn der Stamm wächst hoch und geht oben so ein bisschen auseinander, macht so eine Beule. Und ich sehe auch in der Rinde eine Veränderung. Und das macht mich natürlich stutzig. Der Profi-Prüfblick zeigt drei Löcher im Stamm, eine Art Specht-WG. Und bei einer Spechthülle, wenn die gut ausgeformt ist, sagt man so, die sind im Holz so groß. Ist das eine Melone, Kokosnuss, irgendwie so. So, wenn ich jetzt drei Höhlen auf der Fläche habe, in einem doch recht dünnen Stamm, wie viel Holz ist da noch über? Nicht mehr viel. Aber weil man so einen Hohlraum nicht sehen kann, muss man versuchen, ihn zu hören. Steffen kann das, mit Hilfe seines Hammers. Eine der Schwierigkeiten ist unter anderem die verschiedenen Klänge. Das ist jetzt eine Eiche, hört sich erstmal ganz gut an. Jetzt nehme ich eine Buche, die daneben steht, die auch deutlich dünner ist. Die hört sich erstmal grundsätzlich anders an. Und jetzt ist sozusagen die Schwierigkeit, zu der Baumart, zu dem Durchmesser dann den Hohlklang rauszuhören. Das ist sozusagen, ja, kann man fast sagen, wie so eine musikalische Herausforderung. Dumpf und ohoho, nein, bei dem ist das so. So, und jetzt habe ich hier nochmal eine Hainbuche. Wieder einen anderen Durchmesser. Und ist wieder anders. Es hört sich immer anders an, aber deswegen muss man dann lernen, die Zuordnung zum Durchmesser und zur Holzart, wie der gesunde Klang ist, und dann den Hohlklang raushören. Das ist so ein bisschen wie Musik. Die Leute fragen, spielt sie hier? Also, versuchst du Schlagzeug zu spielen? Nein, ich versuche mein Gehör sozusagen einzuklopfen. So, um es genau zu wissen, wird die sogenannte Restwandstärke bei hohlen Bäumen professionell nachgemessen. Mit Probebohrungen, die über den Bohrwiderstand Rückschlüsse auf die Holzstärke zulassen. Ein Drittel vom Stammradius muss es mindestens sein, gerade bei Bäumen an öffentlichen Wegen. Es ist wieder dieser Spagat zwischen dem Wohl der Spaziergänger und dem der Bäume. Selbst wenn Wurzeln geschädigt sind, können sie ja auch noch eine lange Zeit lang den Baum mit Nährstoffen versorgen und auch noch für Halt im Boden sorgen. Und das gilt es herauszufinden,
Ab wann sind die Wurzeln so geschädigt oder ab wann ist das Holz so zerstört, dass diese Bruchsicherheit nicht mehr gegeben ist? Auf der Suche sind wir. Das machen Sie eben auch deshalb so genau? Damit wir halt nicht unnütz Bäume fällen. Und bei solchen Grenzfällen, hier ist noch Reserve, hier führen wir die dann vor, machen auch eine Liste und sagen, hier, wir haben Grenzfälle, schaut euch die an, entscheidet mal gemeinsam drüber. An dieser Stelle müssen Sie nicht sägen. Aber an einem anderen Abschnitt wurde etwas gemeldet. Und dafür brauchen Sie richtig schweres Gerät. Die prächtigen Alleen sind typisch für ihn. Den Stadtfriedhof Ricklingen. Einer der größten in Hannover und ein wesentlicher Bestandteil der grünen Großstadt. Hier ruhen eher die kleinen Leute. Arbeiterfriedhof wird er auch genannt. Rund 30.000 Grabstätten inmitten einer parkartigen Anlage mit symmetrischem Charakter. Diese Art der Gestaltung vom Anfang des 20. Jahrhunderts verfolgte eine ganz bestimmte Absicht, weiß die Leiterin der städtischen Friedhöfe, Cordula Wächtler. Die Alleen haben auf einem so großen Friedhof den Gedanken, dass ich mich gut orientieren kann. Na, dann weiß ich, hier bin ich bei diesen Kegeln, das ist in der Nähe von der Kapelle. Und an einer anderen Stelle weiß ich, oh, das ist jetzt hier die Fichtenallee, da komme ich dann wieder auf die Hauptachse. Und wir haben ja auch die großen Trauerzüge, die dann zur Grabstätte gehen. Die gehen ja auch zuerst durch die großen repräsentativen Alleen. Und leitet einfach gut. Und so kann ich mich dann besser orientieren. Aber die Grünanlagen erfordern auch viel Pflege. Zurzeit sind insgesamt 56 Friedhofsgärtner und Saisonkräfte damit beschäftigt, das 540.000 Quadratmeter große Areal in Form zu halten. Allein der Schnitt der Hainbuchenkegelallee dauert mindestens einen Tag. Und die Arbeit wird eher mehr, zumal auch immer mehr Menschen die Grabstätten ihrer Angehörigen nicht mehr selbst pflegen wollen oder können. So wird manch verwaiste Gießkanne von den gefiederten Friedhofsbewohnern zweckentfremdet. Neues Leben entsteht auf einem toten Acker. Bei einigen Pflanzen könnte man meinen, dass sie jemand vergessen hätte. Tatsächlich haben sie aber eine lange Tradition auf Friedhöfen. Im Mittelalter war es durchaus üblich, die Gräber eben mit Erdbeeren zu bepflanzen. Und zwar schlicht aus dem Grund, so ein Erdbeerblatt besteht ja aus drei Teilen. Und das war dann sozusagen das Symbol für die Dreifaltigkeit. Also man könnte jetzt sagen, ja, so eine Erdbeere auf dem Friedhof, darf ich die dann überhaupt essen? Die wurzelt ungefähr so tief und unsere Bestattung ist natürlich ganz woanders, ne? Einmalig in Deutschland ist der sogenannte grüne Andachtsraum auf dem Ricklinger Friedhof. Ein besonderes Angebot für Menschen in Abschieds- und Trauerprozessen. Unter freiem Himmel finden hier Gedenkfeiern, Lesungen und kleine Konzerte statt. Es ist das Herzensprojekt von Cordula Wächtler. Ungewöhnlich in jeder Hinsicht. Die Birke ist der einzige Baum, den wir haben, der eine weiße Rinde hat. Wir kennen ihn immer als Maibaum, also sozusagen als Baum, der irgendwie was mit Frühling zu tun hat, so mit dem Anfang. Und mit der weißen Rinde symbolisiert er aber auch gleichzeitig die Asche mit der Farbe weiß und mit der Asche eben auch den Tod. Also insofern dieses Thema, was wir hier haben, runde Räume und eben Anfang und Ende, das symbolisiert die Birke dann auch noch. Verschiedene Installationen drumherum stehen für unterschiedliche Phasen der Trauer. Besinnliche Orte umgeben von tröstlichem Grün und Heilpflanzen, die helfen sollen, eine schlimme Nachricht zu bewältigen. Es gibt den Raum der Schwermut. Das ist ein Moment, wo man sich sehr in sich zurückzieht, nicht mehr sehr aktiv ist, sondern eher sehr nachdenklich ist. Und wir haben das mit Metallwänden, die so ein bisschen wie eine Schnecke aufgebaut sind, symbolisiert. Und wenn man diese Phase durchlebt hat, geht man anschließend aus diesem Raum wieder raus zu der nächsten Phase und hat aber diese Phase sozusagen durchlebt. Das nächste Projekt ist noch in der Entstehung. Zusammen mit ihren Planern überlegt Cordula Wächtler, wo, welche und wie viele Pflanzen und Bänke hinkommen können. Genau, das dann lass uns mal mit den Fluchtstangen weiterfummeln. Ja, dann fummelt mal weiter mit den Fluchtstangen.
In dieser Abteilung sind die Grabstellen ausgelaufen. Nun wollen die Planer hier eine Atmosphäre schaffen, in der Friedhof auch einfach nur schön sein kann. Wir wollten gerne eine Platzfläche hier gestalten, die dann ermöglicht, dass man den Friedhof auch benutzt, weil man sich hier gerne einfach hinsetzen möchte, vielleicht auch ohne tatsächlich einen akuten Trauerfall zu haben, sondern wirklich den Friedhof zur ruhigen Erholung nutzen möchte. Dafür hat Cordula Wächtler jetzt aber keine Zeit, denn sie ist mit einer Gruppe zu einer Friedhofsführung verabredet. Heinz Püker ist Hannovers Stadtjäger. Aber irgendwie ist er auch Problemlöser. Gerade hat ein Jagdkollege angerufen. In Heinz Pükers Revier hat er eine wilde Müllkippe entdeckt. Ich rufe die Polizei an. Und müssen sich ja irgendwie drum kümmern, Torbe kommen, dass noch jemand feststellen kann, welches Ferkel oder Schwein das hier überhaupt war. Aber da leben wir hier permanent mit, dass Leute ihren Müll, ihre Abfälle abladen. Problem ist, dass hier dann irgendwann auch die Wildschweine sich hinziehen und hier an der Straße gibt es dann Unfälle. Aber es ist eigentlich schon schlimm, was Menschen heute alles redet von Umweltschutz und dann gucken sich sowas an. Ja, Püker, schönen guten Morgen, Frau Baumann. Frau Baumann, ich bin Jagdpächter hier in Dörnwöfel und ich stehe hier gerade an der Ecke Wilkenburger Straße, Schwarzer Weg. Und da hat irgendeiner, haben Sie schon? Haben wir schon Kenntnis und ich werde heute Morgen AHA informieren. Das ist sehr schön, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Na, schönen Tag noch, ja, tschüss. So, die kümmern sich jetzt drum und dann muss wieder auf Kosten des Steuerzahlers, darf AHA kommen und kann die Schweinerei hier wegräumen. Doch nicht nur die Wildschweine finden reichlich Beute in der Stadt. Auch andere Tiere fressen gerne Obst und Gemüse aus Gärten und Mülleimern. Ein Gartenbesitzer hat einen Fuchs in den Rabatten entdeckt und hat Heinz Püker um Hilfe gebeten. Hallo. Hallo. Morgen, Morgen Herr Winkler. Sie haben angerufen. Ja. Fuchs im Garten. Ja, wir haben, unser Nachbar hat einen Fuchs entdeckt unter seinem Häuschen und streut hier durch die Gegend. Mal gucken. Das ist das gefährlich? Oder? Nee, wir gucken mal, wir haben hier in der Nähe auch noch einen Bau, hier gleich im Wäldchen. Wo, wo ist das? Hier gleich nebenan? Hier gleich nebenan, der übernächste Garten. Gehen wir mal hin. Ne? Ja, gut. Okay. Gehen Sie vor, ich kenne das hier nicht. Außer hier nebenan, das kennt. Das ist ja wieder Durchmesser, das ist hier gar nicht. Und Jungfüchse waren hier? Ja, drei Stück. Morgen Klaus. Ja. Morgen Hubert. Ja. Nebenan wartet schon der Nachbar. Na, guck mal hier, jetzt wollen wir die, das ist mein Kollege, der Püker. Ja, hallo. Ich bin hier der Jagdpächter. Ja. In den letzten Tagen hat der Nachbar den Fuchs schon ein paar Mal in Flagranti erwischt und Fotos gemacht. Wo hat er seinen Bau? Da unten. Ja, unterm Haus. Auch noch direkt unterm Haus. Ja. Da ist der Eingang, das ist befahren hier. Das ganze Haus steht ja auf Stelzen. Darunter ist also ein Freiraum unter dem ganzen Haus. Also wenn Sie nichts dagegen haben, wir würden hier nach dem 16. eine Falle hinstellen, weil das Problem ist auch, wenn hier Kinder sind mit dem Fuchsbandwurm, was das problematisch werden kann. Also ja. Es gibt Füchse, die befallen sind damit und gerade mit Kleinkindern hier, die können wir ja mit der Lebenfalle wegfangen. Müssen Sie wissen. Also der wird immer größer, ich der Bauch. Ich muss doch mit meinem Sohn sprechen. Der sprechen Sie mit sagen. Ihrem Sohn, ne? Doch nicht nur der Fuchs wird Püker die nächsten Wochen auf Trab halten. Auch die Graugänse rund um die Ricklinger Kiesteiche. Ein Freibad musste wegen des vielen Gänsekots zwischenzeitlich schon schließen. Und die Bauern aus der Region stöhnen, denn Gänse fressen am liebsten frische Saat. Wir bejagen die auch dann nachher. Wir dürfen die jagen ab 1. August. Und wir versuchen auch immer schon eine Vorverlegung zu bekommen oder eine Verlängerung, weil die Population hier auch Schaden machen bei den Landwirten. Nicht unerheblich, nicht unerheblich. Aber Sie sehen, im Moment wissen die, hier läuft einer lang ohne Waffe. Die wären schon längst weggeflogen, wenn es hier einmal geknallt hätte. Und auch die sind lernfähig, Gänse insbesondere. Erst im Spätsommer ziehen die Gänse weiter, nach Mecklenburg-Vorpommern. Da wird nämlich im großen Stil Mais angebaut. Und Heinz Püker freut sich, dass er ein halbes Jahr gänsefrei hat.
Wiesenzeit in der Eilenriede. Liegewiesenzeit. Wann immer es geht, lassen es sich die Menschen in Hannover auf insgesamt 12 Liegewiesen gut gehen. Chillen im Wald, mitten in der Stadt. Aber auch die Wiesen und die Kleinsttierwelt darin sollen wachsen dürfen. Ein schmaler Grat zwischen steter Nutzung und Naturbelassenheit. Deshalb mähen die Stadtangestellten nur 2 bis 3 Mal im Jahr. Keine Diskussion gibt's in Sachen Sicherheit. Steffen Albrecht hat daher schweres Gerät bestellt. Einen 38-Meter-Steiger. Ein Kollege hat etwas gemeldet, ganz oben in einer Baumkrone, mitten überm Weg. Sogenanntes Totholz. Und das Stück Totholz, dieser Ast, ist abgestorben, durchgetrocknet und hängt hier genau über dem Weg. Und alle Äste über 5 cm, die wir entdecken, die abgetrocknet oder durchgetrocknet sind, die entfernen wir. Und den haben wir halt entdeckt und jetzt fahren wir hoch und schneiden ihn runter, dass der keinem auf den Kopf fallen kann. Für den nicht geschulten Baumgucker ist dieser Ast von unten kaum zu erkennen. Ein bisschen den Weg freisägen muss auch sein, ebenso das Absperren der Wege unten und der enorme Sicherheitsaufwand. Geht nun mal nicht anders. So, ist der Weg frei? Achtung! Für mich ist es halt die Verbindung zwischen Natur, Technik und dann noch mit den Kollegen, mit den Bürgern, also Mensch, Natur, Technik, finde ich, ist da ganz gut zusammengefasst. Ne? Als echter Forstwirt liebt er es natürlich auch, Forstwirtschaft zu betreiben. Will sagen, Bäume fällen und verwerten. Das geht in der Eilenriede auch, aber nur eingeschränkt. Sie ist eben für alles und alle da. Und das andere ist natürlich, dem Naturschutz gerecht zu werden, Höhlenbäume zu finden, zu schützen, sie nicht zu fällen, Artenvielfalt zu schaffen und eben auch zu erhalten. Und weil er schon mal hier oben ist, Blattkontrolle. Das ist viel bequemer als von unten. Wer hat das schon beim ausgewachsenen Baum mitten drin? Und das ist für uns natürlich interessant. Da kannst du wirklich diese Schädlinge sehen dann, ne? Oder mal ein Stück abbrechen. Ja, aber kannst du eben zugucken, schauen, ob das noch vital ist oder eben nicht. Ist noch, der hier ist gut, ja, genau, der passt. Höhenangst darf man hier nicht haben. Und auch wenn man in 30 Meter Höhe den Wald vor lauter Baumkronen wirklich nicht sieht, es gibt diesen besonderen Blick aufs grüne Ganze. Ja, wir sind ja hier gerade mal ein paar hundert Meter von der Schnellstraße weg. Wir sind keine 3 Kilometer vom Hauptbahnhof weg und sind trotzdem mitten im Wald. Und das alles unter einen Hut, das ist eben Herausforderung, Aufgabe zugleich. Und das macht es unter anderem ja auch so spannend, dass du mitten in der Stadt, aber auch mitten im Wald bist. Total gut. Aber genug für heute. Jetzt ist Feierabend. Denn Steffen Albrecht hat noch was vor an diesem Abend. Neben der Eilenriede tragen auch die Friedhöfe mit ihren 30.000 Bäumen dazu bei, Hannovers Stadtklima zu verbessern. Auch sie bieten einen wichtigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Und spannende Einblicke in die Gartenbaukunst längst vergangener Zeiten. Der Engesoder Friedhof ist bekannt als grüner Rückzugsort ganz in der Nähe der Innenstadt. Über Hannovers ältesten Friedhof gibt es viel zu erzählen und das macht so manchen neugierig. Bei ihren Führungen informiert Cordula Wächtler auch über Beisetzungsmöglichkeiten. In diesem Fall aus Alt mach Neu. Die Grabanlage war inzwischen schon einigermaßen von Efeu überwuchert und hatte auch schon so die einen oder anderen Macken, die mal sanierungsbedürftig waren. Und wir haben uns dann eben gesagt, dann hätten wir gerne, dass auch möglichst viele Menschen diese Grabanlage mitnutzen können. Haben sie saniert und haben jetzt eben hier unten Beisetzungsstätten eben auch für 2 Urnen geschaffen. Und über diese Art der Gemeinschaftsnutzung sind es dann eben mehrere Familien, die sich daran erfreuen können. Nur ein paar Reihen weiter von der Theorie zur Praxis. Grabaushub für eine Erdbestattung. Die Beerdigung soll in 2 Stunden stattfinden. Bis dahin muss alles fertig sein. Währenddessen steuert die Leiterin der städtischen Friedhöfe mit ihrer Gruppe ein vergessenes, uraltes Grabmal an.
Also Sie müssen sich vorstellen, dass dieser ganze Bereich total zugewachsen war. Ist ja klar, überall wuchert die Natur. Und als dann die Kollegen mal dabei waren und hier mit der Motorsäge aufgeräumt haben, wäre es ihnen beinahe passiert, dass sie ihre Motorsäge dann damit kaputt gemacht hätten. Also wenn Sie mögen, können Sie gerne mal anfassen, was es hier mit diesem Holz auf sich hat, ne, mit diesem Baumstamm. Das ist ein Stein, genau. In der Grube hat der Bagger inzwischen die notwendige Tiefe von 1,80 Meter erreicht. Jetzt ist Handarbeit gefragt. Der Boden muss glatt sein, damit der Sarg später gerade steht. Nach fast 20 Jahren im Beruf weiß Cordula Wächtler, dass so manches Grab ein besonderes Schicksal birgt und in diesem Fall sogar eine Haltung. Die Familie hat schon 1914 hier auf diesem Friedhof ein Denkmal errichtet, wo sie ganz deutlich gemacht hat, es gibt Nachteile mit Krieg. Ja, also das ist ja mutig, finde ich. Also in einer Zeit, wo Krieg herrscht, dann eben so zu zeigen, man darf auch traurig sein über das, was da passiert. Nach knapp 2 Stunden beendet Cordula Wächtler die Führung. Noch etwas künstliches Grün für die Grube, damit der Anblick bei der gleich anstehenden Beisetzung etwas leichter fällt. Bisher ist das Friedhofsteam immer rechtzeitig fertig geworden. Das ist wichtig, denn von all diesen Vorbereitungen sollen die Trauernden schließlich nichts mitbekommen. Cordula Wächtler hat jetzt eigentlich Feierabend. Doch bevor sie nach Hause geht, besucht die Leiterin der städtischen Friedhöfe manchmal noch ihre Lieblingsgrabstätte. Was mich hier besonders beeindruckt, das sind natürlich diese beiden großen Figuren, die wie Wächter im Eingang stehen. Und jedes Mal empfinde ich einen großen Respekt, wenn ich hierher komme und denke so, okay, ich muss erst mal darum bitten, dass ich hier auch wirklich rein darf. Hier drin wiederum ist man so geschützt, ja? Es ist von Mauern umgeben. Und das wiederum macht ein angenehmes Gefühl der Sicherheit und auch der Ruhe. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ach ja, Friedhof, da komme ich früh genug hin. Und das kann dann natürlich irgendwann zu spät sein, um dann wirklich diese fantastischen Oasen der Ruhe auch und eben des Grüns eben auch kennenzulernen und auch genießen zu dürfen. Und das mitten in der Großstadt. Kontrastprogramm hingegen in den Herrenhäusergärten. In dem bekannten Barockgarten ist es zwar noch ruhig, nicht aber davor. Bereits am Nachmittag anstehen für die Abendveranstaltung. Derzeit darf keiner rein. Denn hinter den Toren laufen noch die Vorbereitungen. Ja, kannst du sogar noch einstellen, schön vage alles. Ist doch top. Gartenmeister Thomas Amelung auf Kontrolltour. Heute ist mal wieder Feuerwerk. Das ist immer ein Stresstest für den großen Garten. Besonders für den Buchsbaum. Pyrotechniker verlegen ihre Zündschnüre gerne auf der Hecke. Da hinten seid ihr auch über die Hecke gegangen. Nein. Ja, habe ich reingelegt, ach, in das Kabel. So ein Kabel. Nee. Wart ihr. Ne? Nee, seid ein bisschen einfach vorsichtig, weil wir haben genug Ärger mit diesem Buchsbaum. Ne? In Österreich gibt es schon keinen mehr. Ne? In Schönbrunn hat keinen Buchsbaum mehr. Ihr seid einfach vorsichtig und gut. Und du weißt, wie es ist, wenn der Kleingärtner zu mir kommt und sein Rasen sieht besser aus als meiner. Der Rasen ist jetzt eh so hoch, den müsst ihr eh mähen. Das könnt ihr morgen in der Früh machen, bevor die Leute kommen. Gartenmeister und Pyrotechniker, Sprengsätze und Grünflächen. Zwei Welten treffen aufeinander. Ich habe immer das Problem, dass das Feuerwerk halt heiß ist. Und das sieht man natürlich hinterher. Also sprich, wenn das die ganze Zeit auf den Rasen strahlt, dann ist da nachher kein Rasen mehr. Und dann haben wir halt immer ein Problem. Deswegen
versuchen wir, diese Positionen auf den Rasenflächen möglichst gering zu halten, alles auf den Weg zu stellen. Manchmal funktioniert das nicht. Letztes Mal bei den Spaniern, die hatten so eine komische Befestigung. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Da hat der Effekt hat die Halterung angezündet und dann ist das flüssige Kunststoff auf den Rasen getroffen. Da haben wir dann, was weiß ich, ich glaube 15 Quadratmeter Rasen ausgewechselt. Also haben wir Rollrasen neu gelegt. Früher Abend, die Ruhe vor dem Sturm. Denkst du? Auch wenn es erst in 5 Stunden krachen soll, beginnt jetzt schon der Kampf um die besten Plätze. Der Feuerwerkswettbewerb ist Kult. Die Besucher kommen aus ganz Deutschland. Nicht 100, nicht 1000, mehr als 10.000 Menschen werden heute erwartet. Gartenmeister Amelung ergreift die Flucht. Ich glaube, ich muss jetzt hier raus aus dem Garten, weil einfach, was die jetzt hier mit meinem Garten machen, das tut mir fast körperlich weh. Und bevor ich mich jetzt hier anfange, irgendwie zum Hampelmann zu machen, gucke ich mir das nicht an. Wie gesagt, die Schäden sind meist sehr gering, aber manchmal denke ich mir, wenn eine Pflanze schreien könnte, würden sie es nicht machen. Ne? Aber schreien ja nicht. Ne? Der Einzige, der schreit, bin ich. Der Grund, der große Garten wird an Tagen wie diesen zur Picknickwiese. Und die Feuerwerkfans haben an alles gedacht und alles dabei. Vom Essen und Trinken über Snacks und Shampoos bis zur Liegedecke. Weil das heute ausnahmsweise erlaubt ist. Ja, das planen wir immer so. Ja. Und jetzt kommt noch gleich das richtig schöne Essen, die schönen Flaschen Wein dazu und dann geht's ab. Und wie es abgeht. Die Buchsbaumhecken stehen vor dem nächsten Stresstest. Die Rasenflächen werden zur Partymeile. Die Veranstaltung im Großen Garten ist ein gesellschaftliches Ereignis, ein Must-Go in Hannover. Und das seit 27 Jahren. Viele Besucher sind Stammgäste. Forstwirt Steffen Albrecht ist zum ersten Mal dabei. Seine Frau hat ihn zum Feuerwerk überredet. Ihn interessiert eigentlich mehr der Garten. Anders Friedhofsleiterin Cordula Wächtler. Sie liebt es zwar eher friedlich, genießt aber zum wiederholten Mal den erhabenen Blick. Heute hat sie Glück, findet quasi in der ersten Reihe Platz. Gartenmeister Amelung hat offiziell Dienst, muss während der Veranstaltung vor Ort sein. Die Zeit bis zum Feuerwerk verbringt er lieber hinter den Kulissen. Im Garten ist ihm einfach zu viel los. Ja, hier ist ruhig, ne? Nette Menschen um mich, also alles gut. Ne? Am Abend wird es auch noch bunt. Die grüne Großstadt Hannover sorgt auch um 22.30 Uhr für Aufsehen und Arbeit. Zumindest für den Gartenmeister von Herrenhausen. Jetzt freuen wir uns auf ein schönes Feuerwerk. Es ist alles perfekt gelaufen heute. Ich bin sehr zufrieden und nachher noch ein bisschen aufräumen. Aber jetzt erstmal Feuerwerk.